Chat mit folgen. Willkommen, Kai 14 im Chat mit Marie 13. Hey. Hi. Er lächelte. Es war immer ein gutes Zeichen, wenn sein Chatpartner mit diesen Smileys antwortete. Es zeigte ihre Naivität. Na, wie geht's dir so? Sehr gut. Und dir? Auch gut. Schön. Wo kommst du denn her? Aus Düsseldorf. Wieso? Heute war wohl sein Glückstag. Düsseldorf war nur eine halbe Stunde von ihm entfernt. Dein Name kommt mir bekannt vor. Außerdem wohne ich auch in Düsseldorf. Warte, ich schicke dir ein Foto von mir. Er öffnete seine Bilderkartei und durchblickte ein paar Ordner. Er wählte schließlich das Bild eines gut aussehenden Jungen mit schwarzen Haaren. Er lud das Foto hoch. Na, komme ich dir bekannt vor? Vielleicht habe ich dich schon mal gesehen. Du siehst echt nett aus. Sie hatte den Köder geschnappt. Dankeschön. Wir sollten uns mal treffen. Jetzt konnte er sich zurücklehnen. Ein neues Mädchen wird ihn wohl bald kennenlernen. Er fand es nicht krank, dass ein 28-Jähriger mit einer 13-Jährigen rummachte. Was war schon groß dabei? Solange sie sich nicht wehrte, lief die Sache sowieso immer glatt. Die Mädchen waren meist auch viel zu ängstlich, um ihren Vater oder gar der Polizei über die Geschehnisse zu informieren. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Er setzte sich auf. Ach, wieso denn nicht? Haben deine Eltern etwas gegen Chatbekanntschaften? Daran liegt es nicht. Woran liegt es dann? An dir. Er schaute skeptisch auf den Bildschirm. An mir? Was stimmt denn nicht mit mir? Bin ich zu hässlich oder zu unsympathisch? Sag es mir. Er versuchte ihr ein schlechtes Gewissen zu machen. Offen gesagt, bist du mir einfach zu alt. Er starrte auf seinen Bildschirm. Er war zu alt? Was redest du da? Ich bin auch nur ein Jahr älter als du. Lüg mich nicht an, Mick. Du bist 28 und wohnst nicht mal in Düsseldorf. Er war vollkommen perplex. Woher wusste sie seinen richtigen Namen und wo er wohnte? Hatte sie sich in seinen Computer gehackt? Er kannte sich mit solchen Dingen ja nicht aus. Vielleicht braucht sie dafür nur die IP-Adresse und die zu bekommen war kein Problem. Oder noch schlimmer. Vielleicht war sie auch eine Gruppe von Polizisten, die auf der Suche nach Pädophilen wie ihm waren. Scheiße, entfloh es ihm. Du hast keinen Grund zu fluchen. Ich gehöre nicht zur Polizei oder so. Ich rate dir aber, mit diesen Spielchen aufzuhören. Es könnte manchmal ziemlich gefährlich sein, sich mit den Leuten anzulegen. War dieses Mädchen verdammt nochmal gestört? Und hatte diese Bitch etwa sein Mikro gehackt? Konnte sie jetzt alles hören, was er sagte? Er wollte diese Unterhaltung nur noch schnell beenden. Du bist mir zu gruselig, du dummer Freak. Such dir gefälligst Freunde. Ciao. Er wollte gerade seinen Laptop runterfahren. Da schrieb sie eine Nachricht zurück. Alles klar. Wir sehen uns dann bald. Bis dann. Er fuhr den Laptop runter und ging ins Bett. Er lag 2 Stunden wach und wusste nicht, was er tun sollte. Schlaftabletten hatte er keine, so etwas brauchte er eigentlich nicht. Da hörte er ein Klopfen an der Tür. Überrascht darüber, dass um die Uhrzeit noch jemand wach war, torkelte er verschlafen zur Tür. Als er sie aufmachte, sah er niemanden. Der Hausflur war vollkommen leer. Er ging aus seiner Wohnung den Flur entlang. Nachdem er sich vollkommen sicher war, dass keine Menschenseele im Wohngebäude war, ging er wieder zurück zu seinem Zimmer. Wenigstens war er von dem kleinen Spaziergang müde geworden. Er war so müde, dass er die Tür aufmachte und sich sofort ins Bett legte. Er war so müde, dass er das kleine Schild an seiner Tür übersah, auf dem nur stand: Ich habe dich gefunden. Okay, das ist die Geschichte. Chat ja. Mit Folgen. Willkommen im Chat, Marie 13. Kinder, Kai 14, Kinder! Wow. Oder er könnte. Er ist nicht immer der beste Partner, wenn er lächelt. Das zeigt, wie dumm es ist. Was machst du? Ist Marie 13 besser als er? Noch besser. Gut. Wohin willst du gehen? Warum Marie aus Düsseldorf 13? Heute ist ein glücklicher Tag. Es ist eine 30-minütige Fahrt von Düsseldorf entfernt. Dein Name sieht komisch aus. Ich bin in Düsseldorf. Bitte warten Sie und posten Sie ein Foto. Ich öffnete meine Augen und die Bilder waren in mehreren Dateien. Und es endete mit der Auswahl eines geeigneten Bildes für den Mann mit den schwarzen Haaren.
Fügen Sie Ihr Foto ein. Kai, Foto gesendet. Kennst du mich? Ich dachte, du hast sie vor Mary gesehen. Sie ist so schön. Ganz, wenn er ein körperliches Verlangen hat. Danke, wir verdienen es. Wie manche nicht. Das neue Mädchen kennt ihn. Jeder, der einen Fehler macht, denkt darüber nach. Aber es geht auf 28 Jahre, 13 Jahre zurück. Was ist denn der Diode dabei? Aber wir schauen immer nach. Marie 13 hält dies nicht für eine gute Idee. Er setzte sich hin. Warum nicht? Willst du mit deinem Elternteil sprechen? Marie 13, Maya? Was ist das? 13T? Er sah einen erstaunlichen Bildschirm. Was passiert mit mir als Kai 14? Schlecht und deine Verteidigung? Sagen! Er versuchte zu urteilen. Cesar, kannst du mir etwas geben, das aussieht wie eine alte Frau? Aber als er es sah, der Schleier, jetzt ist die Geschichte vergangen. Was meinst du? Ich bin ein Jahr älter als du. Marie 13 wird mir nicht wehtun, Mick. 28 Leute kommen tatsächlich aus Düsseldorf. Es ist überhaupt nicht schwer. Woher wissen Sie das? Und das ist wahr. Wo ist dieser Name? Wann ist Ihr Computer ausgeschaltet? Sie wissen es vielleicht nicht, aber jeder, der Schwierigkeiten hat, eine IP-Adresse zu finden, sollte es noch schlimmer machen. Oder vielleicht sollte er es tun. Führer. Führer. Ich suche einen Geschäftsmann. Halt die Klappe und renn los. Marie 13, es gibt keinen Grund, dir die Schuld zu geben. Weil sie nicht Teil des Reiches war. Was? Es ist jedoch besser, diese Spiele nicht mehr zu spielen. Zu diesem Zeitpunkt kann es für Menschen gefährlich sein, in dieses Problem einzugreifen. Ist dieses Mädchen wütend? Hat es alles gehört, was er jetzt gesagt hat? Leute, die dieses Gespräch sehr schnell beenden wollen. So ein verängstigtes, dummes Tier. Finde einen Freund. Hallo! Er musste die Worte im Buch beenden, als er mit ihr zurückkam. Marie 13 hat recht. Wir werden jetzt sehen. Bis später. Dann ging er hinein und ließ einen leisen Vers fallen. Alleine so ein kleines Gedicht kommt einfach. Er macht gerade den Laptop zu. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Niemand weiß, dass ich seit vielen Stunden nicht mehr geschlafen habe. Es gibt kein horizontales System und Sie müssen so etwas nicht überprüfen. Dann klopfte es an der Tür. Es war seltsam, dass ich in diesem Moment noch wach war und an die Tür klopfte. Aber wenn wir das sehen, der Raum ist komplett leer. Er verließ das Haus und ging den Flur entlang. Danach ging er in sein Zimmer, da er sich nicht sicher war, ob er unter meiner Dusche zu Hause war. Aber ich war eigentlich ein bisschen müde vom Gehen. Er war so müde, dass er die Tür öffnete und einschlief. Ich bin es so leid, das Schild an der Tür zu lesen und nach dem Bösen und dem Schlechten zu suchen. Danke. Oh, das Ende war ja super. Einfach, er hörte ein Klopfen an der Tür. Es war seltsam, dass er um diese Zeit noch an die Tür klopfte. Ich habe auch immer irgendwie, Marie 13 hält dies nicht für eine gute Idee. Er verließ das Haus und ging den Flur entlang. Danach ging er in sein Zimmer, da er sich nicht sicher war, ob er unter meiner Dusche zu Hause war. Aber ich war eigentlich ein bisschen müde vom Gehen. Er war so müde, dass er die Tür öffnete und einschlief. Und vor allem auch, dass dieses Schild mit Danke drauf überhaupt nicht ein Horror-Ding war, sondern wirklich einfach nur, das Schild ist da immer, nur er hat keinen Bock, das immer zu lesen. Allein auch erstmal Marie 13 anschreiben mit Kinder! Wow! Oh, das war schön. Das war eine sehr schöne Geschichte. Die Smileys waren am besten gemacht.